Wir wurden heute hier um 17.43 Uhr zu einem Einsatz gerufen im E-Werk der Stadtwerk Nürdingen. Es war hier starke Rauchentwicklung gemeldet. Aufgrund der unklaren Lage im ersten Fall wurden hier mehrere Abteilungen mitalarmiert, also die Abteilung unter Löschzug 3 aus Oberensingen. Wir waren insgesamt mit 5 Fahrzeugen und 43 Mann an der Einsatzstelle. Im Grunde war eine Person im Gebäude, die haben wir rausgebracht. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und wir haben dann mit Belüftungsmaßnahmen angefangen, im Gebäude das Gebäude rauchfrei zu machen. Klar, durch Strom haben wir kein Wasser benutzt, sondern nur eine Kübelspritze als Notlösung mitgenommen. Nein, für uns eigentlich keine Auswirkungen. Wir haben dann ein Fahrzeug schnellstmöglich zurückgesetzt in die Abteilung, für den Fall, dass irgendwas wäre mit Aufzügen oder dergleichen. Aber durch die Kurzfristigkeit kamen hier keine weiteren Notrufe. Zum Stromausfall kam es voraussichtlich durch einen Kabelschaden und dann gleich in der Folge darauf hier dieser Kurzschluss hier im Gebäude.